In der letzten Episode. Das war's für uns. Ganz ruhig bleiben, Rain. Wir sind Phasen verschoben, schon vergessen? Taktik, Bericht. Wir haben keine Schäden erlitten. Das fremde Schiff ist allerdings von den Trümmern zerstört worden. Die Trümmer nehmen beschleunigten Kurs auf Sarana. Der halbe Planet wird Juwel treffen. Sarana wird in einem halben Dorsek getroffen werden. Bei der Größe der Trümmer wird es katastrophale Ausmaße haben. Leutnant Block, setzen Sie Kurs auf Sarana mit maximaler Sprunggeschwindigkeit. Kurs liegt an Captain. Leutnant Sunshine, nehmen Sie Kontakt mit der Führung von Sarana auf. Übermitteln Sie ihnen, was soeben vorgefallen ist. Teilen Sie ihnen mit, dass wir ein Generationenraumschiff mit entsprechender Größe sind und somit keine Invasoren. Machen Sie deutlich, dass Sie jede Hilfe brauchen, die Sie bekommen können. Jawohl, Captain. In Arbeit. Ginger, ich möchte, dass die Crew rotierend auf die neuen Anzüge wechselt. Ja, Beatrice. Ich werde sofort beginnen mit dem Umsetzen. Claudia, wir werden uns jetzt die neuen Anzüge holen. Jawohl, Captain. Captain, ich habe Kontakt mit dem Planeten Sarana. Leutnant Sunshine, legen Sie das Gespräch auf das nächste Terminal. Sie wollten mich sprechen? Mein Kommunikationsoffizier hat Ihnen Daten übermittelt. Bezüglich dieser Daten möchte ich Ihnen meine Hilfe anbieten. Ihre Hilfe? Wie stellen Sie sich das vor? Ich bin Captain Beatrice vom Generationenschiff Destroyer Durox. Wir verfügen über die technischen Möglichkeiten, die Sie in dieser Situation gebrauchen könnten. Möchten Sie bei uns mit Ihrem Schiff landen? Dafür ist Ihr Raumhafen zu klein. Ich komme mit einem Shuttle, dann können wir alles Nähere besprechen. Ja, in Ordnung. Ich erwarte Sie. Wir brauchen keine Hilfe. Wir haben gute Schilde, die haben bisher jeden Meteor abgehalten. Kümmern Sie sich um Ihre eigenen Angelegenheiten. Dakor, was fällt Ihnen eigentlich ein? Sie mischen sich einfach in mein Gespräch ein. Captain Beatrice, ich erwarte Sie im Raumhafen. Salkron Ende. Was für ein Herzchen ist das denn? Claudia, mit dem Herrn werden wir unsere Freude haben. Commander Jack, Sie und Ihr Team wissen Bescheid. Ja, Captain. Ich bin gespannt, ob sich der Regierungsvertreter Dakor besser benimmt, wenn wir vor ihm stehen. Claudia, das bin ich auch. Na toll, Luxusjacht und ein paar Bodyguards. Das kann ja heiter werden. Dakor, bitte benehmen Sie sich. Wir brauchen Ihre Hilfe. Ich verstehe nicht, wo das Problem liegt. Na gut, dann kommen halt ein paar Meteore auf uns zu. Sie haben die Aufzeichnung gesehen. Das ist mehr wie sonst. Das werden unsere Schilde nicht abwehren können. Poppalapop. Na, und dann kommen halt ein paar Meteore herunter. Das wäre nicht das erste Mal, das beunruhigt mich nicht. Ich frag mich, was Sie davon haben, uns Angst zu machen. Werden Sie erstmal trocken hinter den Ohren. Ratsmitglied Dakor, offenbar verstehen Sie den Ernst der Lage nicht. Außerdem frage ich mich, was schlimmer ist, etwas Junges, Dynamisches oder so ein Fossil wie Sie an den Hebeln der Macht. Mein Volk lebt seit Generationen im Weltraum. Wir haben keinen Heimatplaneten.
Sie dürfen uns durchaus zutrauen, dass wir von Dingen wissen, die ein planetengebundenes Fossil wie Sie sind, niemals erfahren wird. Ich will Ihnen jedoch gerne auf die Sprünge helfen. Ihr Zentralstern hat wie alle Solarsysteme eine habitable Zone. In Ihrem System befinden sich drei etwa gleich schwere Planeten in dieser Zone. Durch die unterschiedliche Masse der Planeten hat jeder seine eigene Umlaufbahn um den Zentralstern. Salgrun, habe Sie das gehört? Dieses Kind bezeichnet mich als Fossil. Dakor, Sie haben damit angefangen, diese junge Frau zu beleidigen. Kaum bekommen Sie von ihr Kontra, sind Sie ihr nicht mehr gewachsen. Jetzt soll ich Ihnen an die Seite springen. Sie haben angefangen, Sie beenden es. Oberster Regierungsvertreter Salgrun, wie Sie aufgrund unserer Aufzeichnung gesehen haben, hat dieses auch Ihnen unbekannte Schiff den am inneren Rand der habitable Zone liegenden Planeten aus der Bahn gebracht. Stellt sich die Frage, warum hat dieses Schiff das getan? Ohne Grund setzt man sich einer solchen Gefahr nicht aus. Da wir aufgrund unserer Erfahrung jedem Hinweis nachgehen, möge er noch so dumm sein, haben wir auch das Kindermärchen in Betracht gezogen. Schauen Sie sich die holographische Darstellung an. Der verschobene Planet wäre zu diesem Zeitpunkt etwa hier gewesen. Durch das massive Verschieben der Laufbahn trifft er aber Sarana, dass es nach einer weiteren halben Umlaufbahn zu einer fürchterlichen Katastrophe in diesem System führt, scheint den Verursachern kein Problem zu machen. Das Gleichgewicht ist komplett gestört worden, jetzt sehe ich es. In diesem Bereich muss der Planet Juwel sein, was schlagen Sie also vor? Durch die Zerstörung des Planeten rasen jetzt die kleineren Trümmerstücke direkt auf Sarana zu. Der Explosionsdruck hat das größere Trümmerstück wieder auf die alte Flugbahn geschoben. In den nächsten Zyklen wird er aufgrund seines geringeren Gewichts langsamer werden und vom Zentralstern angezogen werden. Besorgniserregend ist jedoch die Masseverteilung, die durch die Explosion entstanden ist. Wenn jetzt der Planet Juwel an seiner Position auftaucht, müssen wir ihn kurzzeitig ebenso schützen, wie wir es mit ihrem Planeten Sarana vorhaben. Danach müssen wir versuchen, Juwel dauerhaft in dieser Raumphase zu erhalten. Dann wäre ein Masseausgleich in dieser Dimension hergestellt. Das große Trümmerstück müsste wiederum seinerseits in Phase gebracht werden. Sie werfen mit Begriffen und technischen Möglichkeiten um sich, Kindchen. Dabei können Sie noch nicht einmal älter als 22 Dorsek sein. Ich höre mir das nicht länger an. Regierungsvertreter Dakor, Sie sind ein kleiner, missgünstiger Gartenzwerg. Ich sage Ihnen, was ich jetzt tun werde. Ich werde meinen Leuten befehlen, alles zusammenzupacken und zu verschwinden. Wir werden dann in 10 Dorsek noch einmal nach diesem System schauen. Dann wird es Sie, aber schon lange nicht mehr geben. In der Geschichte werden Sie dann als der Idiot eingehen, der die ganze Katastrophe noch begünstigt hat. Captain Beatrice, bitte entschuldigen Sie. Dakor, benehmen Sie sich endlich. Regierungsvertreter Dakor, schauen Sie aus dem Fenster Richtung Himmel. Captain an Taktik, Schilde hoch. Dann enttarnen Sie das Schiff. Dakor, sehen Sie das? Das ist mein Schiff. Das ist der Planetenzerstörer Destroyer Durox. Auf diesem Schiff leben mehr Wesen als auf Sarana und Antara zusammen. Ich sagte anfangs, wir sind ein Generationenschiff. Offenbar machen Sie sich keine Vorstellung, was das bedeutet. Ich biete Ihnen Hilfe an. Ich bitte um nichts. Sie unterstellen uns, dass wir Ihnen etwas wegnehmen wollen. Wenn das so wäre, könnte ich es mir nehmen, ohne zu fragen. Oberster Regierungsvertreter Salgrun, Sie haben noch effektiv ein Viertel Dorsek Zeit, sich zu entscheiden. Dann wird es zu spät sein. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie sich schlüssig sind, was Sie wollen. Energie. Dakor, wollen Sie es nicht begreifen? Oder sind Sie tatsächlich so dumm, dass Sie es nicht begreifen können? Sie wollten uns helfen. Von wegen helfen. Sie wollen sich nur in alles einmischen und dann alles übernehmen. Wir schaffen das ohne Sie. Salgrun ist definitiv mit Dakor überfordert. Dieser Mann sieht grundsätzlich hinter allem und jedem etwas Böses. Ich denke, selbst wenn er am Ertrinken ist, würde er den Rettungsring nicht entgegennehmen, weil es könnte eine List dahinter sein. Es ist mir absolut schleierhaft, wie so jemand die Führung eines Planeten übernehmen kann. Er war früher bei der Transportervereinigung. Er hat sehr gute Verträge ausgehandelt. Deswegen wurde er auch in die Regierung gewählt. In der Zwischenzeit weiß jeder, dass das ein Fehler war. Ich schlage vor, dass wir ungeachtet der Tatsache, dass wir keine Einigung erzielen konnten, Vorbereitungen treffen. Wenn nicht offen, dann eben verdeckt. Das wollte ich auch gerade vorschlagen.
Dann landen wir mit Frachttransporter. Ich gehe davon aus, dass sie schwer genug sind, um eine feste Verbindung mit dem Planeten zu haben. Transporter schwer genug. Einer nicht reichen wird. Schiff haben weniger Masse wie Planet. Krieg schlagen vor, 12 Transporter reichen. Ich werde es in die Wege leiten. Rein, wie gefährlich ist dieser Darkor? Ich möchte da keine bösen Überraschungen. Ich würde davon ausgehen, wenn er wirklich Panik bekommt, dass er dann gewalttätig wird. Wie gesagt, er hat gute Verträge ausgehandelt. Er ist durchsetzungsfähig. Die ersten Meteore, die die Schilde nicht mehr halten können. Welchen Schaden werden sie anrichten? Wenn sie den Raumhafen treffen, dann wird davon nichts übrig bleiben. Warum Ginger? Wenn er erkennt, dass er falsch liegt, besteht die Möglichkeit, dass er dann friedlicher ist? Wir machen keine Planspielchen. Sobald es losgeht und wir bereit sind, wird Darkor einfach teleportiert und verbleibt so lange im Musterpuffer. Wenn das ganze Spektakel vorbei ist, wird er an den Punkt wieder zurückteleportiert, von wo er erfasst wurde. Für ihn wird nichts passiert sein, somit ist er keine Gefahr für sich und andere. An die Arbeit. Captain Beatrice versuchte bis zum letzten Moment, den Regierungsvertreter Darkor von der Sinnlosigkeit seines Handelns zu überzeugen. Sal Kroon konnte gegen die Sturheit seines Kollegen nichts ausrichten. Als es höchste Zeit zum Handeln war, teleportierten Captain Beatrice und Claudia den Regierungsvertreter Darkor kurzerhand wie abgesprochen. Einen Moment nachdem Darkor verschwunden war, materialisierten sich Captain Beatrice und Claudia vor dem Regierungsvertreter Sal Kroon. Ich sagte vor einem Viertel Dorsek, wenn ich etwas haben will, dann nehme ich es mir. Darkor wird so lange in Verwahrung bleiben, bis Sarana wieder sicher ist. Captain Beatrice, danke. Sal Kroon, Sie sollten dieser Spaßbremse eine andere Aufgabe geben. Nachdem Darkor keinen Schaden mehr anrichten konnte, begann Claudia, alle vorbereiteten Transporter aus dem Hangar auszuschleusen. Die Piloten der Transporter landeten auf den von Krieg festgelegten Positionen auf dem Planeten.
Als Sarana in Phase ging, war es kein Moment zu früh. Die ersten Trümmer waren jetzt kurz vor dem Planeten.